Erneuerbare Energien bieten nicht gleich viel Arbeitsplätze wie die fossilen? Falsch! In Wahrheit nehmen Arbeitsplätze in Kohle, Öl und Gas aufgrund Mechanisierung und Marktkräften zunehmend ab. Aber die Anzahl Arbeitsplätze in der Solar- und Windenergie wächst. Inzwischen gibt es weltweit fast 10 Millionen Arbeitsplätze in diesem Bereich. In den USA gibt es pro 2 Arbeitsplätze in fossilen, 5 in erneuerbaren Energien. In Bereichen wie Fertigung, Installation, Vertrieb oder Support. Zudem sind diese Arbeitsplätze oft lokal verankert, sodass sie das Geld in der Gemeinschaft halten. Bis 2030 könnte es bis 24 Millionen Arbeitsplätze in erneuerbaren Energien geben. Das ist mehr als die Hälfte des gesamten Energiesektors. Ha, schön, dass wir diesen Mythos geklärt haben.